Herzlich willkommen zum Screencast Installation von VirtualBox. Die Anwendung VirtualBox dient dem Ausführen einer virtuellen Maschine. Laden wir uns also einfach die VirtualBox von der Herstellerseite herunter. Hierzu wählen Sie einfach den Download für Ihr entsprechendes Betriebssystem. In unserem Fall ist es Windows. Und ja, wir vertrauen auch dem Hersteller. Bei der Installation der Netzwerktreiber wird automatisch das Netzwerk kurzzeitig zurückgesetzt. Also nicht wundern, wenn YouTube kurzzeitig stockt. Nach der Installation können wir automatisch die VirtualBox starten. Nach der Installation sind wir nun in der Lage, eine virtuelle Maschine zu importieren. Das folgt im nächsten Video.